1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Hallo Freunde, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Sendewoche, zu einer neuen Talkwoche. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, heute Montagnacht, traditionell auch eine freie Themennacht, dann ruft mich an und wir reden miteinander, diskutieren miteinander, plauschen miteinander, streiten miteinander, wie auch immer. Telefonnummer 0800 220 5050, Faxnummer 0800 220 5051 oder E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Mit wem geht es los? Es geht los mit der 21-jährigen Marissa. Hallo Marissa. Hallo Domian. Hallo Marissa. Hi. Um was geht's bei dir? Ich habe seit 1,5 Jahren eine Affäre mit dem Mann meiner besten Freundin. Ach, diese Geschichten immer. Ja, ganz schlimm. Mit dem Mann der besten Freundin. Mit dem Mann der besten Freundin. Da lässt man doch nur wirklich die Finger von. Eigentlich generell schon, auf jeden Fall. Ist eigentlich auch gar nicht so meine Art, aber das hat sich irgendwie ergeben. Bei dir hat es sich dann so ergeben? Richtig. Wie lange sind die beiden zusammen? Die sind ziemlich lange, die sind seit 4 Jahren ungefähr zusammen. Und verheiratet dann? Verheiratet, seit zwei Jahren. Und ist deine beste Freundin schon immer? Ist das so eine Sandkastengeschichte? Ja, so ungefähr. Wir sind seit der 3. Klasse befreundet. Also, es ist wirklich die allerbeste Freundin. Die allerbeste. Die allerbeste Freundin, die Busenfreundin. Ja. Mit der man alles bekakelt. Ja, fast alles, ne? Ja, fast alles jetzt. Ne? Und jetzt seit 1,5 Jahre ist ja eine lange Zeit. Ja, das ist wahr. Die sind 4 Jahre erst zusammen, 2 Jahre verheiratet, sagst du? Mhm. Und ihr turtelt nur schon 1,5 Jahre miteinander rum. Ja, regelmäßig eigentlich erst seit 9 Monaten. Aber vorher auch schon ein bisschen. Ja, vorher auch schon. Wie ist es dazu gekommen? Es hat angefangen, als ich mit meinem Ex-Freund auseinandergegangen bin. Da bin ich, um mich auszuheulen, zu ihr gefahren. Mhm. Hat sie aber leider nicht angetroffen, sondern nur ihren Mann. Und er hat dann versucht, mich mit Alkohol zu trösten. Und ja, dann ist halt das eine zum anderen gekommen. Und so ist es dann passiert, dass wir Kontakt hatten. Das ist natürlich sehr geschickt. So ist es passiert, dass wir Kontakt hatten. Ja. Habt ihr schon Sex gehabt beim ersten Mal? Ja, leider. So, würdest du dem Alkohol die Schuld geben? Das ist auf jeden Fall keine Entschuldigung. Das ist anfangs eigentlich eine Erklärung gewesen. Mhm. Aber gut, da könnte man nämlich sagen, einmal, okay, es ist passiert durch Alkohol. Wir sind irgendwie durchgedreht, aber das passiert nicht wieder. Aber es passierte dann ja immer und immer und immer wieder bis heute. Richtig, richtig. Mhm. Anfangs war das nur so sporadisch und ja, seit 9 Monaten ist es wirklich regelmäßig. Und das Allerschlimmste, was eigentlich passieren konnte, ist auch jetzt eingetreten. Ich bin nämlich jetzt schwanger und zwar von ihm. Und jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt gekommen, wo ich ihr das auf jeden Fall sagen muss, weil früher oder später, sobald das Kind da ist, wird es sowieso rauskommen, weil er ist halt farbig und ach so. das Kind wird dann natürlich auch farbig sein. Beschreib mir doch mal die Qualität dieser Verbindung. Ist das bisher einfach eher eine Sexaffäre gewesen oder ist da auch Liebe im Spiel? Anfangs war das rein körperlich, dass wir eigentlich gegenseitig eine super große Anziehungskraft aufeinander hatten. Allerdings mittlerweile sind auch schon gewisse Gefühle mit im Spiel. Also gewisse Gefühle? Also du würdest sagen, eigentlich bin ich auch verknallt. Ja, auf jeden Fall. Und ich würde auch gerne mit ihm richtig zusammen sein. Ja, eigentlich schon. Geht das schon so weit, dass du eifersüchtig bist auf deine beste Freundin? Eifersüchtig, ich meine, ja, in einer gewissen Weise schon. Eigentlich kann ich mir das nicht anmaßen, diese Gefühle zu haben, aber... Und bei ihm, wie ist es bei ihm? Äußert er sich darüber? Ja, er sagt halt auch, dass er es absolut genießt, mit mir zusammen zu sein und dass er sehr gerne mit mir zusammen ist und sehr oft an mich denkt, wenn ich nicht da bin. Das heißt noch nichts. Ist er in dich verliebt? Würde er mit dir gerne leben wollen? Er würde sie nicht verlassen, sagen wir das mal. Er würde sie nicht verlassen? Nein. Weiß er, dass du schwanger bist? Ja, er weiß, dass ich schwanger bin. Wie hat er darauf reagiert?
Also eigentlich nicht wirklich gut. Also er ist halt auf jeden Fall gegen das Kind und für eine Abtreibung. Mhm. Und er ist auch absolut dagegen, dass ich hier das erzähle. Mhm. Ich frage mich gerade, wenn man sich schon in so eine Lügenwelt verstrickt, mhm. Wieso achtet man denn dann nicht zumindest darauf, dass man wirklich optimal verhütet? Ja, ich weiß es, also ich weiß auch gar nicht, wann das passiert sein kann, weil wir haben eigentlich wirklich immer verhütet. Und ich meine, ich höre jetzt nicht zu den 0,1%, bei denen die Pille nicht gewirkt hat, das mhm. denke ich mal nicht, aber irgendwie ist es halt passiert. Und aber das ist schon seltsam, wenn du sagst, habt ihr mit Kondom Sex gehabt? Nein. Kondom nicht. Also nicht. Ich nehme nur die Pille. Nicht die Pille. Und dennoch ist es passiert. Na gut, kommt halt auch schon mal vor. Wie ist das denn jetzt, wenn du mit deiner Freundin sprichst? Sprichst du mit deiner Freundin auch über deren Liebesprobleme, die beiden miteinander haben? Berätst du deine Freundin quasi? Ja, natürlich. Ich meine, sie erzählt mir ja, wenn bei ihnen irgendwie... Aber da musst du dir davor kommen, wirklich wie die Letzte. Ja, auf jeden Fall. Ja? Das ist total... Ich weiß nicht, ich fühle mich auch total scheiße und ich kann ihr auch gar nicht mehr in die Augen gucken. Und ich wollte dir das... Das kann man auch nicht, glaube ich. Wenn man wirklich so eine gute Freundschaft hat und man muss sich ja mal die Zeit vorstellen, 1,5 Jahre. Ja. Das ist ja nicht irgendein Fliegenschiss von irgendwie mal, es ist mal was passiert, ein paar Tage, ein paar Wochen. Es sind 1,5 Jahre. Richtig. Das ist schon verdammt viel. Wie läuft das denn überhaupt so? Ihr müsst doch dann auch ein ganz ausgeklüngeltes Lügengebäude aufgebaut haben, du und der Typ, dass sie das nicht mitbekommt, wo ihr euch trefft, wann ihr euch trefft, wie und so weiter. Ja, das ist wahr. Also ich meine, sie ist Krankenschwester und hat deshalb sehr häufig Nachtschicht. Also, wie praktisch für euch. Das nutzen wir so für uns, richtig. So, das Unrechtsbewusstsein ist bei dir da? Auf jeden Fall. Jetzt bist du schwanger? Ja. Er sagt, er möchte sie auf keinen Fall verlassen? Mhm. Das sagt ja schon sehr viel aus, dass er eben dich nicht so sehr liebt, offensichtlich. Ja. Dass er die Beziehung aufgibt. Aber jetzt ist ja irgendwie, du sagst, so kann es nicht weitergehen. Auf gar keinen Fall. Ich finde auch, so kann es nicht weitergehen. Was hast du für dich denn gedacht, was jetzt zu tun ist? Also ich wollte es ja eigentlich schon vorgestern sagen, da bin ich zu ihr gefahren, habe mich mit ihr hingesetzt und habe mich dann aber nicht getraut. Ich konnte es nicht über die Lippen bringen, weil ich auch super Angst vor ihrer Reaktion habe. Und einfach auch denke, ich zerstöre ihr ganzes Leben damit. Also das habe ich sowieso schon, aber sie weiß es ja noch nicht. Und wenn sie es dann rausbekommt, verliert sie ihre beste Freundin, ihren Ehemann. Mhm. Und haben die beiden eigentlich auch ein Kind? Nein. Die haben kein Kind. Die haben keins. Mhm. Weiß er das eigentlich, dass du jetzt so, dass du schon bei ihr warst und hast versucht, ihr das zu erzählen? Ja, ich hab ihm halt gesagt, dass ich das so auf keinen Fall weitermache und dass ich ihr das halt auf jeden Fall sagen möchte. Und habe ihm aber jetzt nicht konkret gesagt, dass ich an diesem Tag dahin fahre, um mir das zu sagen. Du bist für dich entschieden, dass du das Kind haben möchtest. Ich möchte das Kind haben. Da gibt es keine Diskussion. Das ist für dich eine klare Sache. Ja. Du musst natürlich auch damit rechnen, dass du dann zwei Leute verlierst. Ne? Deine beste Freundin wirst du wahrscheinlich verlieren. Mhm. Und wenn er hat ja keine richtige Aussage gemacht zu dir hin. Das kann also sein, dass er auch weg ist. Ja, das denke ich. Und ich meine, wenn sie ihn jetzt rausschmeißt, dann braucht er auch zu mir nicht zu kommen, weil wenn er das von vornherein nicht macht, dann nehme ich ihn ja auch nicht, wenn er da rausfliegt. Ja, genau. Also. Das finde ich auch. Mhm. Mich wundert so ein bisschen, dass du das alles jetzt doch so klar siehst, weil du ja gerade gesagt hast, dass du schon in ihn verliebt bist, dass da schon Gefühle sind. Ja, ich meine, wenn er jetzt auch gesagt hätte, er würde sie für mich verlassen, dann wäre das ja was anderes gewesen. Ich meine, dann hätte ich das auch nicht gewollt, weil ich, wie gesagt, den Mann nicht wegnehmen möchte. Aber so, weiß ich nicht, die zweite Wahl zu sein, wenn es irgendwo nicht klappt, das liegt mir halt auch sehr fern. Also, nee, die Frage war anders. Die Frage war, dass dich es doch eigentlich auch sehr schmerzen muss, weil du ihn liebst. Ach so, und er offensichtlich dich nicht, ne? Ja, offensichtlich schon. Ja, natürlich, ich meine, ich glaube, mir wird es aber viel mehr was ausmachen, wenn sie nicht mehr meine Freundin wäre, als wenn er jetzt weg wäre. Hast du dir alles selbst eingebrockt, ne? Natürlich, ich bin das selber schuld. Das ist und da gibt es keine goldene Lösung, keine tolle Möglichkeit, da elegant rauszukommen, gibt's nicht. Nicht wirklich. Da gibt es nur die Flucht nach vorne, das sich bekennen und sich damit wahrscheinlich dann abfinden müssen, dass die Freundschaft kaputt ist. Das denke ich auch. Dass du das so lange durchgehalten hast, Mensch. Ich sage doch immer, dass ich finde, das ist das absolute Tabu, dass man nicht an die Partner der besten Freunde rangeht. Das ist es
eigentlich, das war auch es eigentlich... Tausend andere geile, tolle Typen, ja, mit denen du sicher viel Spaß hättest haben können. Aber nein, es muss genau der sein. Ne? Ja, Ich weiß es. Mhm. Ich fühle mich auch total schlecht. Deswegen ist es ja nicht so, als würde ich jetzt sagen, dass mir das alles total scheißegal wäre. Mhm. Und weiß ich nicht, ich fühle mich ja auch wirklich schlecht. Mhm. Deswegen. Gut, aber du hast ja letztendlich schon Entscheidungen getroffen, wie du es gerade erzählt hast. Du warst ja schon, hast ja schon einen Versuch gemacht, das hier zu erzählen. Mhm. Der nächste Versuch wird jetzt demnächst sein, gehe ich mal von aus. Vielleicht wolltest du von mir nur noch mal so eine Bestätigung haben, dass das richtig ist. Ich denke. Die Bestätigung kann ich dir wirklich voll geben. Ich finde, dass du es so machen musst und dass du auch all das ausbaden musst, was du dir da eingebrockt hast. Mhm. Und verdammt nochmal gut draus lernen solltest, dass nie wieder sowas passiert. Ne? Mhm. Auf jeden Fall. Marissa, ja, alles Gute für das, was da jetzt vor dir liegt. Dankeschön. Und viel, danke, viel Kraft. Dankeschön. Auf Wiederhören. Dir auch. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050. Freie Themennacht heute. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ran ans Telefon oder ran an den PC und mailt unter domian@wdr.de und schreibt eure Telefonnummer drauf, damit wir euch dann auch zurückrufen können. Jetzt ist mit mir verbunden die Heidi. Und die Heidi ist 45 Jahre alt. Hallo. Hallo, Domian. Hallo, Heidi. So, dein Thema. Ja, mein Thema ist, wie soll ich das erklären, das Thema? Verliebt in einen jungen Mann, der 19 Jahre alt ist und ich bin 45. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, und der ist aus Syrien. Und der ist aus Syrien? Ja, und habe am Anfang, war alles sehr schön und gut. Wo hast du den kennengelernt? Im Park. Wie im Park? Im Park, einfach so beim Sonnen letztes Jahr. Ach so, wer hat da wen angesprochen? Du? Ihn? Er mich. Er dich? Ja. Er hat gesagt, schöne Frau, hallo? Ja, schöne Frau, hallo, pass auf, die ganzen Asylanten wollen nur heiraten. Ach so, so hat er angefangen. Ja. Ja, ein guter Einstieg, ne? Offensiv, forsch, Wind aus den Segeln nehmen. Ja, aber er sah auch gut aus. Voriges Jahr war das. Ja. Voriges Jahr im Sommer. Ja, genau. Und jetzt habt ihr jetzt ein knappes Jahr schon eine Beziehung miteinander. Ja, Ausnahme von Oktober bis Dezember war es halt ein bisschen weniger, weil er weiter weg wohnt, hat kein Auto und so. Ja. Wie ist denn sein Status? Ist er wirklich Asyl, hat er Asyl beantragt oder? Nein, der lebt hier schon 8 Jahre. Ach so. Er ist halt nicht so. Er hat mich halt nur gewarnt vor anderen, so. Ach so. Also er lebt seit 8 Jahren hier, er will dich jetzt nicht irgendwie heiraten, damit er länger hier bleiben kann. Und das ist nicht das Thema. Nein. Mhm. Das Thema ist eigentlich, dass seit längerer Zeit ist er eigentlich ziemlich eifersüchtig und schlägt. Was? Er schlägt? Er schlägt, ja. Er schlägt dich aus Eifersucht? Ja, er hat mir schon eine Rippenprellung verursacht. Mhm. Und Nerv eingeklemmt, die Haare rausgerissen. Mhm. Und ich liebe ihn, aber ich diese Art von, ja, das mag ich nicht. Mhm. Aber ich komme nicht von ihm los. Ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Du bist eine 45-jährige erfahrene Frau. Ja, das weiß ich auch. Nein, ich sage nur nochmal so. Ja. Frage, wie lange warst du vorher alleine? Circa 2 Jahre. 2 Jahre. Und hattest du eine Beziehung, hast du auch Kinder? Ich habe 3 Kinder, ja. Die wahrscheinlich alle so im Alter deines jetzigen Geliebten sind, oder? Ja. Ungefähr. Was sagen die Kinder zu dieser Beziehung? Sie fanden das auch erstmal ein bisschen komisch, aber sie haben sie akzeptiert. Mhm. Und so in der Verwandtschaft, Freundeskreis und so, präsentierst du ihn da, nimmst du ihn da mit oder ist dir das ein bisschen peinlich? Nein, peinlich ist mir das überhaupt nicht, nein. Also er ist mit so integriert in dein Leben. Ja, die Leute wissen, mit wem ich zusammen bin, ja. So, nun, wollen wir gar nicht drüber reden, dass da so ein riesen Altersunterschied ist. Ist ungewöhnlich, aber was soll's, wenn ihr beide letztendlich damit klar kämt und kommt, ist es ja gut. Ja. Wir reden über das, was der junge Mann mit dir da macht. Und da ist mir das völlig wurscht, ob der 19 ist oder ob der 29 oder ob der 59 ist. Ja, das stimmt. Der schlägt seine Freundin Heidi. Ja, weil er eifersüchtig ist. Hat er den Grund, eifersüchtig zu sein? Ja, ich habe ihn mal kennengelernt. Vor seiner Zeit habe ich, meinen Körper verkauft. Ach so, du warst Prostituierte. Ja, aus einer Notlage heraus. Bevor du ihn kennengelernt hast? Ja. Und das war dann bis 2 Monate, wie ich ihn kennenlernte, auch noch. Ja, wie lange hast du das denn vorher gemacht? Nur mal so? Nicht lange, nur so ab und zu mal. Ach so, also keine lange Berufserfahrung. Nein. Mhm. Und dann hatte ich aufgehört und seitdem ist es so extrem, dass er denkt, ich gehe mit jedem Mann ins Bett. Also du hast ihm das erzählt, dass du vorher ein bisschen auf den Strich gegangen bist? Ja. Ja. Mhm.
Ich habe gerade gesagt, hat er denn einen Grund, eifersüchtig zu sein? Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Und selbst wenn er einen Grund hätte, hat er nicht das Recht, dich zu schlagen? Nein, hat er auch nicht. So, wie oft kommt das vor mit dem Schlagen? Also die letzten 3 Monate war es schon 4 oder 5 Mal. Wie reagierst du dann darauf? Wie gehst du damit um? Also ich habe ihn einmal auch verhauen, aber da habe ich das doppelt halt zurückgekriegt. Mhm. Und die anderen Male, ja, ich kann eigentlich nichts machen. Der ist ziemlich kräftig, der... Ja. Dann drück dich runter, haut dich zusammen und dann ist gut. Ja, gut. Dann ist es eben nicht gut. Was sagst du hinterher zu ihm? Wie verhältst du dich ihm gegenüber? Ja, erst heule ich viel und ich sage zu ihm, er kann verschwinden, aber er geht nicht. Er sagt, ich kann gehen. Ja, er sagt, du kannst gehen? Ja, es ist aber meine Wohnung. Ah, ein sehr selbstbewusster junger Mann, offensichtlich. Ja. Also er hält sich sehr viel in deiner Wohnung auf. Genau, das wollte ich gerade noch fragen. Ihr wohnt zusammen? Nein, wir wohnen nicht zusammen. Er kommt ab und zu, so 3-mal die Woche vielleicht. Ach so, weil er weit entfernt auch wohnt. Ja. Ja, genau, hast du gerade gesagt. Mhm. Haltet euch dann oft in deiner Wohnung auf. Ja. Mhm. Entschuldigt er sich eigentlich dann für solche Übergriffe? Ja, das macht er schon. Aber er sagt, ich sollte wissen, warum er das macht. Er liebt mich und er will nicht, dass ich... Ja, dass andere Männer über mich herfallen, so. Ja, aber es tun die anderen Männer ja auch gar nicht. Nein, tun sie nicht, aber... Also letztendlich alberner Unsinn, das Ganze. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, der schlägt mich. Meine Rippe war eingebrochen und Nerv geklemmt und weiß ich was alles. Und er zerrt mich zu Boden. Aber ich liebe ihn immer noch. Ja, das ist eigenartig, ja. Kratzt das denn nicht so ein bisschen die Liebe an? Doch schon. Ich wollte ja schon 3-mal Schluss machen, aber es funktioniert nicht. Heidi, ich will dir mal sagen, wenn mich jemand schlagen würde... In einer Liebesbeziehung. Das würde der einmal machen. Und dann wäre es aber auch vorbei. Ich habe das schon mal hinter mir. Ja, umso schlimmer. Und mir ist es immer unbegreiflich. Mir ist es immer unbegreiflich, dass Menschen sagen, ich liebe diesen Menschen noch, der mir Leid antut. So viel Leid antut. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, dass man da keine Konsequenz rauszieht. Ich verstehe das ja auch nicht. Ich will ja was machen, aber es funktioniert nicht. Ich weiß nicht, wie. Aber da kann dir letztendlich niemand helfen, außer du dir selbst. Du musst die Entscheidung treffen, ob du dich weiter so demütigen lassen willst. Nein, will du bist, ich nicht. Ja eben, ich habe es gerade gesagt, du bist eine erwachsene Frau von 45 Jahren. Wenn du dich von dem 19-jährigen Bengel, und das ist auch egal, ob der 19 ist oder welches Alter er hat, wenn du dich von dem schlagen lässt, immer wieder schlagen lässt, bist du selbst dafür verantwortlich, dass das immer wieder passiert, weil du nicht Nein sagst und nicht gehst. Ja, das stimmt. Ich finde, dass ein solcher Mensch nicht liebenswert ist, der einen schlägt, der einem Leid antut. Er sagt immer, er will es nicht. Ja, aber er tut es doch. Ja. Er tut es doch. Ich meine, wenn es vielleicht einmal passiert, irgendwie im Affekt oder so, ist schlimm genug, kann man ja verzeihen. Ja. Aber wenn es immer wieder vorkommt, wie du es jetzt geschildert hast, finde ich, es muss man irgendwann Schluss machen. Dann muss man sagen, nein, es nicht mit mir. Du selbst kommst dir doch dabei auch sicher sehr, sehr klein vor, sehr mickrig vor. Ja, natürlich, das ist es ja gerade. Ja, ja. Das ist es ja, warum ich hier eigentlich auch Schluss machen will. Aber mir der Weg, ich weiß den Weg nicht, wie ich das am besten machen soll. Den Weg kann ich dir auch nicht sagen, Heidi. Ich kann dir nur sagen, dass es richtig ist, Schluss zu machen. Den Weg musst du für dich alleine finden, wie du das machst. Nicht nur, wie du es machst, sondern dass du es durchziehst. Es geht ja um das Durchziehen. Das Wie ist leicht gesagt, getan, indem du es nämlich sagst. Du musst es dann durchziehen. Das musst du alleine machen. Da kann dir kein Mensch auf der Welt helfen. Ich kann dich nur ermutigen dazu, das zu tun. Ja, ich habe es schon mal versucht. Ich habe versucht, mal nicht mehr anzurufen. Dann versuch es nochmal. Und dann versuch es immer wieder. Und irgendwann klappt es. Ja. Ja, wirklich. Weil ich habe auch keine Lust, immer blaue Flecke zu haben oder so. Ja, wenn das einmal getan hat, macht das 2-mal. Das hast du erfahren. Dann macht das 3. Mal, das 4. Mal. Und irgendwann macht das vielleicht auch noch viel schlimmer, als es jetzt schon passiert ist. Dass du irgendwann wirklich verletzt oder schwer verletzt im Krankenhaus liegst. Ja, so eine Art hatten wir schon. Hattet ihr schon. Mhm. Also gewirkt hatte mich auch schon. Mhm. Heidi, also meine klare Meinung, mein klarer Rat, trenn dich von diesem Mann. Ja. Wenn du jetzt sagst, ich weiß nicht wie, das kann ich dir nicht sagen. Du musst es tun, du musst es durchziehen. Du bist für dich und dein Leben selbst verantwortlich, mit deiner Erfahrung, mit deiner Lebenserfahrung auch. Ja, sollte ich eigentlich sein, oder? Ja, ja. Das finde ich schon, ja. Ja. Zieh es durch. Ja, ich werde es versuchen. Alles Gute von Herzen. Ja, ich wünsche dir auch noch alles Gute. Dankeschön, auf Wiederhören. Ciao. Tschüss. Hier ist Friedrich. Das ist aber ein ungewöhnlicher Name für jemanden, der 24 ist, aber ein schöner Name. Hallo. Danke. Hi Jürgen. Hallo Friedrich. Mein Thema ist die intellektuell anspruchsvolle Show Promi-Boxen. Oh, scheiße. Ja.
Ich habe es in der Wiederholung Samstagnacht gesehen. Das tut schon sehr weh. Das heißt, wir beide können drüber reden. Ich gehe davon aus, dass du es auch gesehen hast. Ja, habe ich. Wie fandest du es? Also, um das gelinde auszudrücken, furchtbar. Mhm. Ich finde, also erstmal Promi-Boxen, das ist ja ein Name, der irgendwie nicht hält, was er... Wo waren die Prominenten? Ja, wo waren die Prominenten? Die saßen noch nicht mal im Publikum. Ja. Also das war schon ein echtes C-Promi-Boxen, muss man ja sagen. Ach, B, F, ja, K. Also, es gibt keine Buchstaben ja. dafür. Ja. Ich finde es nicht nur dumm, ich finde es auch verantwortungslos. Mhm. Einfach, weil es zur Verrohung der Zuschauer führt. Mhm. Und das ist nicht die erste Show dieser Art, die es jetzt gibt. Mhm. Da werden irgendwelche Jugendlichen hingestellt, die irgendwie nochmal geil sind, da vor die Kamera zu kommen. Mhm. Lassen sich die Nasen kaputt boxen, wie sie sich vorher kurz vorher operiert haben lassen, wie bei dem einen Fall von diesem Daniel Lopez. Genau so war es, ja. Blutig bis zum geht nicht mehr. Und die Kamera hält drauf? Die Kamera hält drauf, volle Kanne. Mhm. Zur besten Sendezeit am Wochenende kann man sich nochmal vorher schön reinziehen, bevor man in die Disco geht. Und sich dann hinterher vielleicht auch die Koppe zusammenschlägt? Ja, genau. Ja. Also ich finde das absolute, jetzt muss ich wirklich sagen, scheiße und verantwortungslos, diese Sendung. Stimme ich dir völlig zu. Und es geht jetzt nicht nur um geschmäcklerische Sachen. Mhm. Man kann sagen, dieses Dschungelcamp oder Big Brother, was es da so gab, das kann einem gefallen oder nicht gefallen. Ja. Dieses, finde ich, da muss man wirklich auch an die Verantwortung eines Senders appellieren, nämlich an RTL. So etwas in der besten Sendezeit, wie du es auch gerade gesagt hast, über den Sender. Das macht Gewalt salonfähig. Ja, es sieht so aus, als wäre es völlig okay, wenn es eben im Fernsehen da auch gemacht wird und genau. die werden gefeiert wie Helden genau. und ganze genau. Kerle, ja, ich ja. bin ein echter Kerl und ein ja. ganzer Typ ja. und lassen sich da feiern und alles ist irgendwie cool. Ja. Es ist professionell inszeniert, meine Vorbilder, mehr oder weniger sind diese Prominenten, ja. stehen zumindest in der Öffentlichkeit, hauen sich da die Nasen platt. Der große Sender RTL bietet ihnen ein Forum, ja. also... Jeder von uns wundert sich oder wir beklagen alle, dass es immer mehr Gewalt in Schulen gibt, dass es Gewalt auf der Straße gibt. Genau. Ich wundere mich nicht mehr, wenn das Fernsehen eine so schlechte Vorreiterrolle, Vorbildrolle da übernimmt. Ich auch nicht. Ich habe eine 12-jährige Schwester, die hat nach dem letzten Promi-Boxing, es gab ja schon mal irgendwie ein paar Ausgaben, hat sie da auch schon irgendwie erzählt zu Hause, dass sie da an der Schule schon teilweise das nachmachen, nicht ganz so brutal, aber schon das irgendwie dann auch völlig okay finden und da die Jungs da irgendwie auf dem Schulhof da so ihre Gruppen bilden und sich dann da ein bisschen so kloppen. Was meinst du, was bewegt diese sogenannten Stars, die da mitboxen, was bewegt sie dazu, das zu tun? Also da das ja eben keine Stars sind, glaube ich, dass das eben nochmal so ein letzter Strohhalm ist. Die wollen einfach nochmal in die Öffentlichkeit und das ist nochmal eine große Öffentlichkeit. Vorher hat man wenig von ihnen gehört, man wird auch nachher wenig von ihnen hören. Und das ist einfach nochmal eine gute Möglichkeit. Ja. Und dann las ich heute in der Bild-Zeitung, dass dieser eine Kämpfer, Willi Herren von der Innenstraße, einen Teil seiner Schulden hat bezahlen können durch die Gage, die er da bekommen hat. Sowas wahrscheinlich dann auch noch. Ja, aber wenn dann eben dieser Willi Herren dann auch noch erzählt nach dem Kampf, er wäre jetzt ein neuer Mensch und er hätte sich da irgendwie 180 Grad gesehen, also da kommt mir doch wirklich alles hoch. Ein neuer Mensch durch so einen Promikampf, also bitte, wer liebt sich da in die Tasche? Die Frauen, es haben ja Frauen geboxt. Ja. Das habe ich nicht gesehen, diesen Teil. Da hat eine Pornodarstellerin gegen die... eine Kandidatin von diesem Bachelor, also was für ein Promi-Box. Was auch eine grottige Sendung war. Ne? Unglaublich. Ja. Möchtest du diese Rose haben? Großartig. Wie ist das da ausgegangen? Floss da auch Blut? Nee, da floss natürlich kein Blut, die Fingernägel wurden geschont und das war einfach wie aufgescheuchte Hühner, haben die da ein bisschen in der Luft rumgezappelt und haben einfach, wie alle ja im Grunde, wahllos drauf rumgehauen. Also das hat ja mit Boxen in dem Sinn ja nichts zu tun. Ich glaube, wenn du da wirklich ein Boxer, ich meine, Axel Schulz saß da, aber der tritt auch in jeder zweiten Sendung auf. Aber das ist übrigens, wenn ich unterbrechen darf, ist ja auch so perfide, dass dann Axel Schulz da auftritt. Ja, und die versuchen das eben da dem Ganzen dann vorne, als wäre es eben wirklich genau, der Boxkampf. Ganz genau. Und dann diese Trainer, die ja auch wirklich, also was mich sehr gewundert hat, ist, dass dieser Trainer von den Klitschko-Brüdern da auch teilweise die Leute trainiert. Wahrscheinlich ist es alles eine Geldfrage. Die, ja, ja, cool, ja. Ja, sicher. Aber das finde ich, genau wie du gerade sagst, das ist wirklich das Perfide, weil da wird einem so ein bisschen vorgegaukelt und ich sage jetzt mal in Anführungszeichen einfache Gemüter, die denken dann da, okay, das ist jetzt wirklich ein professioneller Boxkampf und da wollen wir doch mal schauen, wie die sich da die
Fresse einschlagen. Also wir wollen eine Konsequenz auch aus unserer eigenen Meinung ziehen, nämlich dass wir diese Sendung nun wirklich auch nicht mehr anschauen. Ja, ich wollte sie einfach mal anschauen. Ich habe sie vorher nicht angeschaut. Ich wollte sie jetzt eben einmal anschauen, um eben auch mal mit darüber reden zu können. Ich kann ja nicht über irgendwas reden, was ich nicht gesehen habe. Ja. Und ich muss echt sagen, also das hat mich schon echt abgestoßen, das zu sehen. Ja. Also auch der Gedanke dabei, dass vielleicht Leute da vor dem Fernseher sitzen und wirklich geifernd und jubelnd einfach auch da sitzen. Also schockierend, um das auch nochmal hervorzuheben, fand ich ja, dass dieser Herr Semmelrogge Junior, relativ schnell Daniel Lopez auf seine frisch operierte Nase gekloppt hat und die blutete und blutete und blutete während des ganzen Kampfes und es sah sehr martialisch aus. Und ich glaube, dass die Herren von RTL sich die Hände gerieben haben und gedacht haben, wie perfekt, wie geil, was für tolle Bilder. Mit Sicherheit. Das drauf war eigentlich schon der Showdown. Das genau, ganz der quasi in Anführungszeichen beste Kampf für RTL. Ja. Schon am Anfang, das auf jeden Fall. Mhm. Also ich finde halt, dass diese Sendung wirklich zur Verrohung der Zuschauer. So, und noch ein Satz dazu. Ja. Als Big Brother auf den Bildschirm kam, haben sich alle ereifert, bis hin zum Bundespräsidenten. Ja. Über diese Sendung ereifert sich kaum jemand. Ich lese sogar in den Medienkritiken mal hier und da vielleicht eine negative Äußerung, aber eigentlich empört sich niemand. Ich finde, eine Welle der Empörung müsste durchs Land gehen. Ja, das ist wirklich merkwürdig. Also bei Big Brother haben sich wirklich alle aufgeregt. Dann kamen ja auch ziemlich schnell diese ganzen anderen Formate wie diese Dschungelshow und so weiter. Ja, ja. Und ich finde, das wird jetzt so, das kommt alles ein bisschen perfide daher auch. Also es wird jetzt so langsam peu à peu, Schritt für Schritt wird der Zuschauer an was gewöhnt, was eigentlich unschön ist, das muss man doch nochmal ganz klar sagen. Das sind einfach keine guten Sachen. Das sind keine Vorbildfunktionen, die da irgendwie entstehen. Ja, so sehe ich auch. Und ich weiß nicht, was in 10 Jahren irgendwie noch kommt, weil es muss ja immer härter werden. Ja. Sonst wird es ja irgendwann langweilig für die Leute. Es gibt ja noch diese Fear Factor und was nicht alles. Ja. Und das finde ich nicht gut. Also Friedrich, du, der mit dem schönen Namen. Danke für deinen Anruf, danke für die Meinung. Wir gucken es nicht mehr. Gebongt? Nee. Einmal und nie wieder. Einmal und nie wieder. Alles Gute. Tschüss. Danke, dir auch. Tschüss. Sandra, 27 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Guten Tag. Hallo, Domian. Ja, hallo, guten Tag. guten Abend, gute Nacht. Wie auch immer. Wie auch immer. Also ich möchte gerne mal ganz kurz was zu dieser Heidi sagen, wenn es geht. Ach so, die gerade angerufen hat, die Heidi, die 45 ist und einen 19-jährigen Freund hat und der 19-jährige Freund schlägt sie. Genau, ja. Also sie sollte so schnell wie möglich, wenn der Herr noch seinen Schlüssel hat, die Schloss austauschen und den in den Wind schießen. Also solche Leute ändern sich nie. Mhm. Ich habe es aus eigener Erfahrung kennengelernt. Also nicht an mir selber, sondern an Bekannten. Mhm. Also dass sich da überhaupt nichts ändert. Ja. Ja, und jetzt zu meinem eigenen Thema. Jetzt zu deinem eigenen Thema, genau. Ja, also es ist ein bisschen schwer zu verstehen, das Thema. Also ich kann kein Geschlechtsverkehr ausüben, keinen richtigen. Warum nicht? Ich habe eine Missbildung. Ich besitze keine Scheide. Überhaupt keine Scheide? Also auch nicht. Überhaupt keine Scheide, ja. Also aber du bist eine Frau. Ja, ich bin eine Frau. Ich bin eine ganz normal geborene Frau. Ja. Und mit 18, 19, ich war halt ein Spätentwickler, ist eben rausgekommen, dass ich keine Scheide besitze. Moment, aber nicht mit 17, 18 erst, das muss man doch schon als Baby gesehen haben, dass du keine Scheide hast. Nein, hat man nie rausgefunden, erst als ich keine Regel gekriegt habe. Moment, aber man sieht es doch äußerlich, wenn du nackt warst als Kind, hat man es doch gesehen. Äußerlich ist ja alles angelegt, bloß innerlich. Ach so, äußerlich sieht man gar keinen Unterschied zu einer normal entwickelten Frau. Genau, es ist alles angelegt, bloß eben, was innerlich ist, ist eben bei mir nicht vorhanden, also die Scheide und die Gebärmutter. Ja, also es gibt, beschreib es mal, ich kann es mir gar nicht richtig vorstellen, es gibt dennoch eine kleine Öffnung und einen Harnausgang. Es gibt eine Harnröhre, es gibt die Klitoris, Schamlippen, ist alles vorhanden, aber eben die Scheide gibt es nicht, ist nicht da. Ist nicht, es ist zugewachsen, ist... ist nicht angelegt wahrscheinlich, ja. Also, das wurde mir so erklärt damals, dass hier die Nieren und die Geschlechtsorgane, also die Blase und alles, ich bin ein bisschen aufgeregt. Macht nichts. Ist ein Entwicklungsstadium, also das wird zur selben Zeit entwickelt. Mhm. Und da muss irgendwas schiefgegangen sein. Und dadurch sind meine Nieren ein bisschen missbildet und eben meine inneren Geschlechtsorgane nicht angelegt. Jetzt muss ich doch nochmal fragen, weil ich es mir so ganz richtig immer noch nicht vorstellen kann.
Wie kann das sein, dass deine Mama als Kind, wenn man das Kind wäscht und so, dass die das, konnte die das nicht wahrnehmen? Nein, also wie gesagt, das ist nie festgestellt worden. Mhm. Also es sind zwar festgestellt worden, dass die Nieren missbildet sind und dass ich so im Wachstum ein bisschen Probleme hatte. Ja. Und auch mit dem Lernen so, aber so direkt diese Sache nicht. Die Sache nicht. Also, so, das heißt jetzt im Klartext, wenn ich es mir auch nicht genau vorstellen kann, aber das heißt, du kannst nie einen Geschlechtsverkehr ausüben. Genau. Aber du hast eine sexuelle Regung. Dazu bist du fähig. Ja, dazu bin ich fähig. Also, und man könnte dich oral oder mit einer Hand kann man dich befriedigen. Oder kannst du dich selbst auch befriedigen? Genau, ja. Das geht schon. Mhm. Das geht schon, ja. Mhm. Aber ein Penis wäre überhaupt nicht möglich einzuführen, weil da nichts zum Einführen ist. Genau so ist es. Und die Klitoris liegt relativ, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Also, die ist ganz normal angelegt. Ja. Also, ist alles ganz normal. Deswegen hat es ja auch bis jetzt keiner, also bis ich 18, 19 geworden bin, nicht jemand festgestellt. Und so Busen und so ist alles im normalen Bereich? Ist alles im normalen Bereich. Das ist eben auch das, was festgestellt wurde. Also Eierstöcke müssen vorhanden sein. Ja. Ja. Sonst hätte ich keinen Busen und sonst wäre ich auch nicht weiblich ausgebildet. Ja, wegen der Hormonbildung Genau. Du bist 27 Jahre alt. Ja. Hattest du schon eine Beziehung? Ich hatte schon ein paar Beziehungen, aber so direkt fest war es eben doch nicht so. Hast du denn die Männer relativ früh eingeweiht? Hier, mit mir kann man eben nicht im klassischen Sinne schlafen. Wir können Sex haben, wir können Spaß haben, aber es gibt halt kein Geschlechtsverkehr. Hast du es denen so gesagt? Ja, also spätestens dann, wenn man nach ein paar Monaten immer noch nicht geschlafen hat mit demjenigen, musste man den ja aufklären. Und es war ja nicht anders möglich. Wie haben die Jungs darauf reagiert? Also es gab welche, die haben es nicht verstanden und sind dann auch ganz schnell abgehauen und die haben es eben nicht kapiert, weil ich bin eine Frau und normalerweise haben alle Frauen sowas und wie kann das sein? Mhm. Und manche haben es versucht, mit mir dann eine Beziehung zu führen, aber irgendwann auch gescheitert, weil... Meinst du, dass es letztendlich immer daran gescheitert ist, dass du keinen normalen Geschlechtsverkehr ausführen kannst? Also sie haben es mir nicht so gesagt, aber ich denke mal schon, ja. Also es ist ja auch so, dass ich auch keine Kinder kriegen kann und es gibt Männer, die haben eben doch irgendwo unterbewusst einen Kinderwunsch und bei mir ist es ja halt nicht möglich. Naja. Wobei ich das auch schon wieder schlimm finde, wenn man da eine Frau liebt und die Frau ist nach meinem Geschmack, nach dem Geschmack des Freundes und man findet sie erotisch und anziehend. Man kann nur nicht diesen kleinen, man kann den Pimmel nicht reinstecken, um es mal vulgär auszudrücken. Aber man kann die Frau doch lieben und man kann doch viele andere schöne sexuelle Sachen machen. Das ist doch schlimm, deshalb einen Menschen zu verlassen. Das verstehe ich nicht. Ja, also ich verstehe es im Prinzip auch nicht. Also ich habe danach auch irgendwo angefangen, abzuschalten und wollte auch keinen mehr an mich ranlassen. Mhm. Und ich bin richtig einisoliert in meiner Wohnung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man da irgendwann mürbe wird und gefrustet ist und Angst hat, letztendlich immer das Gleiche zu erleben. Ist das so im Moment? Wie lange bist du jetzt schon ohne Partnerschaft? Oh, mit 18, 19 war das letzte Mal der Versuch. Also, ach, so lange? Ja, so lange schon. Das heißt also fast 10 Jahre. Ja, also das ist danach, habe ich auch angefangen, noch mehr zu essen und zu essen und irgendwann ist es eine Essstörung geworden, die sowieso schon latent geschlummert hat. Mhm. Und jetzt bin ich so übergewichtig, jetzt würde ich auch niemals einen Mann an mich ranlassen, weil ich meinen Körper so furchtbar finde. Das geht gar nicht. Darf ich mal fragen, wie schwer du bist? Ich wiege jetzt 108 Kilo. 108 Kilo bei einer Größe von? Circa 1,45. 1,45? Ja. Oh, das ist eine ganze Menge dann. Das wäre eine ganze Menge. Das ist ja auch mein großes Problem. Man könnte diese Sache beheben. Also es gibt Operationen, verschiedene Operationen. Ach, das geht. Ja, das ist möglich. Aber da ich jetzt zu schwer bin und auch damals schon etwas zu viel hatte, ist es nicht möglich. Also ich müsste erst einen gewissen Gewichtsstand erreichen, um überhaupt eine Narkose bei mir. Kann man sagen, jetzt so mal so küchenpsychologisch gesagt, dass dieses extreme Gewicht, was du hast, letztendlich so ein Frustessen ist? Ja, das ist
möglich, klar. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch teilweise so eine Sache, dass ich mir irgendwo einen Speck anfuttern wollte, damit mich auch kein Mann irgendwie nur anguckt. Mhm. Damit ich nicht immer wieder diese Erfahrung mache. Ja. Die kommen und gehen. Bist du auch berufstätig? Gehst du einer Tätigkeit nach? Nein, ich bin arbeitslos. Arbeitslos. Mhm. Ja. Aber du bist erst 27. Das ist so schade, dass du quasi jetzt dich schon aufgegeben hast. Vor allen Dingen wurde ich ja gerade ganz hellhörig, als du sagtest, man kann das sogar operieren. Ja. Das heißt, so rein theoretisch hättest und hast du die Chance, ein relativ normales Leben zu führen. Ja. Das heißt, da müsstest du jetzt ganz diszipliniert an dich rangehen und erstmal sehen, dass die Funde runtergehen oder die Hälfte zumindest von dem, was du jetzt hast, runtergeht. Also ich muss dazu sagen, ich habe schon mehr gewogen. Also ich habe 117, 18 gewogen, also fast 119, als ich angefangen habe, meine Ernährung umzustellen. Aber diese Essstörung ist eben immer wieder. Bist du denn in einer Therapie, in einer Behandlung? Ja, also psychotherapeutische Behandlung. Bist du in Behandlung? Mhm. Ja. Hilft aber nicht viel, oder? Das bringt im Moment nicht viel. Also ich weiß auch nicht. Manchmal habe ich so Phasen, da ist es sehr gut und dann ist es wieder schlimmer mit der Essstörung. Weißt du, Sandra, ich habe das gerade gesagt mit den 27 Jahren. Es ist doch eigentlich super schade, wenn du die nächsten 30, 40 oder 50 Jahre so weiterleben solltest, indem du dick und rund wirst, traurig bist, einsam bist und in deiner Wohnung sitzt. Das ist doch kein Leben. Es wäre doch wunderbar, wenn du jetzt diesen Kraftakt schaffen würdest, mit der Essstörung das irgendwie in den Griff zu kriegen, das runterzuhungern und dich dann dieser Operation unterziehen zu lassen und dann wirklich einen ganzen Neuanfang zu versuchen. Das stimmt auf alle Fälle. Also ist es ja auch so, dass ich jeden Tag immer wieder aufwache und mir sage, heute kämpfst du. Und es gibt Tage, an denen klappt das wunderbar und manchmal sind es sogar Monate, wo ich keinerlei Probleme mit dem Essen habe. Mhm. Und dann gibt es eben wieder Phasen. Das ist normal. Das finde ich normal. Ich finde auch normal, dass wir, wenn man in großen Schwierigkeiten ist, dass man immer wieder Rückschläge erleidet. Das finde ich auch normal. Aber was man dennoch immer schaffen muss, ist zu sagen, und ich versuche es trotzdem. Und am nächsten Tag habe ich es wieder geschafft, habe ich wieder einmal einen Sieg errungen. Mhm. Ich finde, das ist so wichtig. Möchte ich sehr, 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 sehr ermutigen, das zu machen. Du machst es ja für dich, für deine Zukunft. Vielleicht, um dir vielleicht irgendwann einen Traum zu erfüllen, an den du jetzt noch gar nicht wagst zu denken. Das stimmt. Also ich bin auch jemand, der, ich möchte nicht aufgeben. Also ich habe zwar auch schon öfters darüber nachgedacht, wozu bist du auf der Welt und bringt es das überhaupt noch? Aber dann bin ich doch zu neugierig, was mir das Leben dann noch bringen könnte, aufzugeben. Genau, aufgeben darf man erst, wenn alles gescheitert ist, was es zu tun möglich ist. Und du hast noch eine ganze Menge vor, was du noch ausprobieren solltest und angehen solltest. Na, und ganz alleine bin ich ja dann doch auch nicht. Ich habe meine Familie, ich habe eine gute Freundin, die mich da auch versucht zu unterstützen. Ja. Und also Sandra, ich sage dir von meiner Stelle aus, setz alle Energie, die du aufbringen kannst, daran, wirklich dieses Ziel zu erreichen, irgendwann diese Operation machen zu lassen, um dann nochmal ganz neu durchzustarten. Ja. Da wünsche ich dir alles Liebe und alles Gute von Herzen. Wenn du möchtest, kannst du auch noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen. Klar, könnte ich machen. Ja. Ne? Elke ist heute Nacht hier. Alles dann klar, legst du auf und Elke ruft dich an. Okay, tschüss. Tschüss. Thomas, 18 Jahre alt, hallo. Ja, hallo Domian. Hallo Thomas. Ich muss dir was gestehen. So. Und zwar, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich habe einen kleinen Trick benutzt, um mit dir sprechen zu können. Oh. Und zwar. Das heißt, du hast meine Leute beschwindelt im Hintergrund. Es tut mir tierisch leid. Was hast du denen denn gesagt, worüber du gerne mit mir sprechen möchtest? Über einen Fetisch. Über einen Fetisch? Ja. Aber das stimmt nicht. Nee, das stimmt nicht. Also in Wirklichkeit bin ich Philipp. Wir haben auch schon mal telefoniert. Ja, und zwar der Philipp, der nach Tunesien geflogen ist. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ja. Und dort eine Frau kennengelernt habe, die für mich wie eine Mutter war. Ja, ich erinnere mich sehr gut, ja. Eine sehr schöne und sehr rührende Geschichte war das. Ja, ich bin nach Tunesien geflogen. Ja, das, ich glaube, wir haben miteinander telefoniert, kurz bevor du fliegen wolltest. Ja, genau. Wir haben am 1. April telefoniert und am 3. bin ich dann auch geflogen. Ja. So, ich bin dort gewesen, in dem Hotel. Ja. Und sie war nicht mehr da. Sie war nicht mehr da? Nein, sie hat mir eine Nachricht hinterlassen, dass sie überhaupt keinen Kontakt mit mir haben möchte. Ja.
Das also, ich muss mal eben erklären, ich bin ganz verwundert, dass dafür musst du nicht schwindeln, um mir das zu erzählen. Aber egal, um den Leuten das nochmal zu erklären, es gab einen großen Altersunterschied zwischen dir und dieser Frau und es ist eine sehr innige Freundschaft entstanden. Ja, sehr so. Ne, weil sie ein Kind verloren hatte in deinem Alter. Ja, genau. Und sich aus Deutschland ganz zurückgezogen hatte nach Tunesien und du warst mit deinem Papa in Tunesien im Urlaub und da ist die Verbindung entstanden. Und nun wolltest du wieder hin und wolltest die besuchen. Wir hatten auch kurz vorher noch telefoniert und wir waren so, als wir uns kennengelernt hatten zu der Zeit, waren wir so circa 12 Mann, ganz witzige Gruppe. Ja. Und eine gute Freundin, also die ich auch dort kennengelernt habe, der habe ich das erzählt, dass ich eine Nachricht von ihr im Hotel bekommen habe. Ja. Dass sie keinen Kontakt mehr zu mir möchte. Aber wie traurig, was ist dahinter? Was steckt dahinter? Ja, ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich habe böse Ahnung, weil von mehreren Leuten, die wir dort in Tunesien auch kennen, wurde mir gesagt, dass das eine ganz schlechte Frau wäre, also von den Tunesiern jetzt. Mhm. Was sie macht, das ist nicht okay. Und dann habe ich die Freundin, die auch mit da war, gefragt, was das sein kann. Mhm. Weil sie schrieb, dass sie den Kontakt zu mir nicht mehr haben möchte. Es hat nichts persönlich mit mir zu tun. Ja. Aber sie möchte nicht, dass einiges rauskommt. Und dann war mir schon ein bisschen... Schade. Ja, sehr schade. Also war eine tolle Geschichte, die du mir damals erzählt hast. Ja. Und jetzt wolltest du mir den Schluss der Geschichte auch noch erzählen. Ja, genau. Leider. Ich hoffe, leider, dass ich sie vielleicht nochmal wiederfinde. Ja, das würde ich dir auch wirklich wünschen, Philipp. Also sehr schade. Aber wer weiß, was da für Dinge im Gange sind und... willst du denn irgendwann nochmal hinfahren? Nach Tunesien? Ja, dorthin in das Hotel? Natürlich möchte ich das. Ja. Also bloß, ich weiß nicht, was es jetzt genau ist. Und das macht mir schon so ein bisschen Angst. Also die Freundin von mir, die meinte, dass das nicht so gut ist und dass ich Elke so in Erinnerung behalten möchte, wie ich sie in Tunesien da kennengelernt habe. Kann man ja erstmal auch so sehen und diesen Standpunkt haben. Und man wartet mal ab die nächste Zeit, wie sich alles so entwickelt, auch wie du darüber denkst. Ja. Ja, schön, dass du es mir erzählt hast. Wie gesagt, dafür hättest du nicht schwindeln brauchen. Ja, ich bin sonst nicht durchgekommen, aber ich habe gedacht, so jetzt musst du es noch schaffen. Das ist mir ziemlich wichtig. Sehr nett von dir, Philipp. Und ich wünsche dir alles Gute und es tut mir wirklich leid, dass das so passiert ist. Ich habe noch eine Frage an Bitte. Dich. Und zwar habe ich mitbekommen, dass du morgen bei Stefan in der Sendung bist. Ja, ich bin morgen bei Stefan Raab, genau. Hm? Ja. Ich wollte dich fragen, ob du mir vielleicht von ihm einem Autogramm besorgen könntest. Weil du ja nur direkt da bist. Ja, wenn ich in der Hektik dran denke, ich will mir das mal aufschreiben. Für Philipp, ne? Ja, also du hattest ja bei mir auch, ich habe ja den Spitznamen Basti. Basti. Weil ich ja Philipp Sebastian heiße und dann würde ich mich sehr freuen. Wir gucken mal, was ich machen lässt, okay? Könntest mich ja auch eventuell, wenn es die Zeit lässt, grüßen. Nee, das meine ich nicht. Nee, so weit können, das können wir nicht machen. Darf der Stefan dann nachher? Ja, nee, das machen wir nicht. Also mit dem Autogramm ist okay. Oh, da freue ich mich. So, mein Lieber. Alles Gute. Tschüss. Danke, tschüss. Shannon? Hallo, Domian, das bin ich. Das ist Shannon. Hallo. Hallo. Und zwar, ich habe ein Problem mit meiner Schwester. 21 bist du, ne? Ja, genau. Mhm. 21 bin ich. Und zwar habe ich ein Problem mit meiner Schwester, die ist drogenabhängig. Mhm. Ja, das geht jetzt schon seit einem Jahr so. Meine Mutter hat die rausgeschmissen und jetzt wohnt die seit 2 Monaten bei mir. Aha. Ja, und was für Drogen nimmt sie? Ach, Kokain, Speed, Teile und angefangen hat das Ganze mit dem Kiffen. Was nimmt sie? Teile? Ja, das sind so Pillen, so Partydrogen. Ecstasy. Halt. Ja, genau, sowas in der Art. Ja. Ja, und es ist halt richtig übel, so dass ich schon vor ein paar Tagen hier Leute bei mir vor der Tür hatte, die mir irgendwelche Morddrohungen gemacht haben. Gesagt haben, die wollen mir die Bude einrennen. Ja, und also eine Kacke halt. Und ich weiß nicht mehr, was ich noch tun soll. Wie alt ist denn die Schwester? Meine Schwester ist 19. 19? Ja. Mhm. Und der Kontakt zu nach Hause ist jetzt gänzlich erstmal abgebrochen. Ja, meine Mutter will gar nichts mehr mit der zu tun haben. Also wenn sie was über sie wissen will, dann fragt sie mich. Sie fragt dann halt immer, was sie macht und hier und da. Meine Mutter denkt auch schon, dass sie auf den Strich geht und so. Ich meine, ich kann das nicht beurteilen, weil ich es noch nicht weiß und auch noch nicht mitgekriegt habe. Aber sie wohnt bei dir. Seit zwei Monaten. Geht sie denn irgendeiner einer Tätigkeit nach? Arbeitet Nein, sie? Nein, gar nichts. Nichts, überhaupt nichts. Das heißt, du fütterst sie durch, oder wie? Richtig, ganz genau. Die ist auch schon hingegangen. Also sie belügt mich andauernd, sie beklaut mich schon. Und Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Sie hängt den ganzen Tag ab und ist abends dann irgendwie in Clubs, in Bars oder... Ja, dann ist sie weg. Über tags schläft sie. Ja. Ja, und dann um 18, 19 Uhr verlässt sie das Haus. Ja, ja.
Shen, das würde ich an deiner Stelle nicht lange mitmachen. Und ich glaube auch nicht, dass es gut ist, das mitzumachen. Ich glaube auch nicht, dass du ihr da hilfst. Die ist 19 Jahre alt. Ja. Hat die vorher eigentlich irgendwas gearbeitet oder irgendwas getan? Ja, sie hat ein bisschen nebenbei gejobbt, so als Kellnerin. Nichts Gewöhnliches. Also. Ja. Hat sie einen Schulabschluss? Nee, auch nicht. Auch nicht. Abgebrochen. Ja, das sind schwierige Fragen. Man hat natürlich ein Gewissen. Es ist eine Gewissensfrage. Als Schwester denkt man, man fühlt sich verantwortlich und will auch helfen, was ja auch richtig ist und gut so ist. Andererseits darf man natürlich sich nicht ausnutzen lassen und dadurch, wie du dich jetzt verhältst, unterstützt du ja auch noch letztendlich ihr falsches Leben und auch ihre Drogensucht. Denn besser kann sie es ja gar nicht haben. Sie kann bei dir schlafen, sie kann bei dir essen. Richtig. Und wie finanziert sie ihre Drogen? Indem sie sich mir Geld klaut. Sie geht zu den Leuten hin, beschafft sich das da, sagt, sie wird das dann zurückzahlen. Deswegen waren die Leute ja auch bei mir vor der Tür. Die haben zu mir gesagt, Mädchen, guck, wo du das Geld für deine scheiß Schwester hernimmst, ansonsten passiert hier ein Donnerwetter. Ich fühle mich ja noch nicht mal mehr sicher. Ist sie denn zugänglich? Kannst du mit ihr sachlich reden? Ja, natürlich, wenn sie mal nicht gerade auf irgendwelchen Drogen ist, sicherlich. Dann sagt sie mal, ich will das machen. Bin auch schon mit ihr zusammen zur Therapie gegangen. Da ist sie ein, zwei Mal hingegangen. Da meinte sie zu den Leuten, jetzt könnt ihr mich mal auf gut Deutsch. Ja, und dann war es das schon wieder. Das ist natürlich ein ganz schwerer Schritt, irgendwann zu sagen, pass auf, raus. Dann bitte auch nicht in meiner Wohnung. Wenn man dann weiß oder ahnt, dass die Schwester auf der Straße hängt. Andererseits wirst du aus diesem Dilemma gar nicht herauskommen. Ja, ich weiß. Natürlich muss von ihr aus der Impuls kommen, einen anderen Weg einzuschlagen, auch zu einer Therapie zu gehen. Da kannst du sie nicht hinschleifen. Das geht, das funktioniert niemals. Dann bin ich ja auch oft der Auffassung, dass man jemanden wirklich besonders hart fallen lassen muss, in der Hoffnung, dass er dann aufwacht und sich und initiativ wird auch zur Selbsthilfe. Aber da muss man wirklich eine gewisse Härte haben. Und nach zwei Monaten ist es natürlich alles auch noch ein bisschen frisch. Kann ich mir vorstellen, dass du dann noch nicht so weit bist, um das zu sagen. Langfristig gibt es nur den Weg, entweder sie arbeitet und finanziert auch mit eure Wohnung und beteiligt sich auch an den Unterhaltungskosten, Lebensmittel und so weiter, oder du musst sie rausschmeißen. Ja, das Problem ist auch, mein Freund hat mich deswegen auch schon verlassen. Er hat zu mir gesagt, sowas mache ich alles nicht mehr mit und hier und da. Echt? Nach zwei Monaten schon hat er das Handtuch geworfen? Ja, er hat da das Handtuch geworfen. Er hat zu mir gesagt, ich mache das nicht mehr mit, ich kann das nicht mehr. Er hat auch gesehen, wie hier rumgetorkelt ist und so. Und ich habe dann auch gesagt, was soll ich denn machen? Da meinte er auch so, du kannst dich entscheiden, entweder sie oder ich. Sie ist aber meine Schwester. Ja, gut, aber das ist nicht das Argument, um endlos dich in so etwas reinsaugen zu lassen. Also man kann ja auf dem Standpunkt stehen, okay, pass auf, ich helfe dir. Ich biete dir an, du kannst 3, 4, 5 Monate bei mir wohnen, aber unter der Bedingung, dass ich mitbekomme, dass du auch etwas in die Wege leitest. Dass etwas in Gang kommt, dass du ein eigenes Leben. Ich unterstütze nicht dein Gossenleben und ich unterstütze auch nicht deine Drogensucht. Ja, das habe ich ja auch schon gesagt. Und daraufhin dann schreit sie mich an, sagt sie mir, du hältst auch nicht zu mir, was bist du überhaupt für eine Schwester? Ja, nee, dann musst du sagen, dazu halte ich auch nicht. Ich halte nicht zu dir, solange du dieses Leben führst. Ich halte sofort zu dir, wenn du dich veränderst. Dann unterstütze ich dich und ich helfe dir. Aber ich unterstütze nicht dein falsches Leben. Ich helfe dir bei dem richtigen Leben. Das muss deine Linie sein. Shen, das muss deine Linie sein. Und da musst du dich auch zu einer gewissen Härte zwingen. Weil du tust dir sowieso überhaupt gar nichts Gutes damit, wenn du das langfristig tust, was du im Moment tust. Wenn es auch, vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, wenn du mal zu einer Drogenberatungsstelle gehst und dich beraten lässt als Angehörige quasi, als Co-Abhängige in dieser Situation. Die Leute werden dir auch sicher den einen oder anderen guten Ratschlag geben können. Ja, richtig, das habe ich auch schon gemacht. Ich habe mich auch schon mit Leuten darüber unterhalten und die haben auch zu mir gesagt, du musst die fallen lassen, die muss richtig eiskalt auf die Schnauze fallen, wenn ich das mal so sagen darf. Aber mir fällt das unheimlich schwer. Selbst meine Mutter sagt schon, Mädchen, du kannst dir nicht helfen. Ja, aber ich weiß nicht, ich kann da nicht so hart gegenübertreten. Und dann steht sie morgen früh wieder bei mir vor der Tür und ich gucke sie dann an und denke mir wieder so, Mädchen, warum machst du das? Vielleicht ist dein Leidensdruck auch noch gar nicht so groß nach zwei Monaten. Vielleicht redest du in 4, 5, 6, 7 Monaten ganz anders, dass du die Schnauze so voll hast von diesem Leben, was man dir da aufdrängt von außen, dass du es dann sagst.
Irgendwann musst du sagen, Shen, bin ich ganz fest von überzeugt. Ja. Naja, ich weiß nicht. Ist halt alles ein bisschen doof. Und ich meine, es ist auch schade, wenn sie mir einfach so Geld klaut und ich stehe dann morgens hier und will dann irgendwas machen, ja, und denke dann, wo ist denn mein Geld? Ja, du darfst da nicht mit zu viel Gefühlen angehen. Du, ja. Also wirklich, auch wenn ich das jetzt nochmal so höre mit dem Geld, da musst du irgendwann knallhart sagen, raus jetzt. Das langt. Raus. Raus. Und wenn es 10-mal deine Schwester ist, deine Mutter hat sie auch rausgeschmissen. Ja. Und das ist ihre Tochter gewesen. Aber die wird auch schon eine ganze Menge mitgemacht haben. Oh ja, die kennt das auch. Mhm. So, Shen, das war meine Meinung dazu. Ja, ich danke dir auf jeden Fall. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, ich möchte euch jetzt schon mal hinweisen auf unser Thema am Mittwoch. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema: Ich bin ein schlechter Mensch. Und ich möchte gerne mit euch reden, die ihr das selbst von euch sagt. Ich bin ein schlechter Mensch aus diesem und jenem Grund. Ich habe das getan, ich denke so, mein Charakter ist so, ich kann nicht dagegen angehen, ich bin ein schlechter Mensch. Das ist unser Thema Mittwochnacht. Nicht morgen, Mittwoch. Hier ist Susanne und Susanne ist 40 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Susanne. Ja, hallo. Hallo. Ich habe folgendes Problem. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber... Sag mal so eine Überschrift zu dem Thema, zum Problem. Mein Mann hat sich dazu bekannt, dass er einen Mann liebt. Mhm. Und wann hat er sich dazu bekannt? Eigentlich kurz nach unserer Ehe, dass er mir irgendwann mal erzählt hatte, dass er im Studium eine sexuelle Beziehung hatte. Und, ja. Also ihr seid jetzt wie lange verheiratet? 16 Jahre. 16 Jahre. Und er hat, kurz nachdem ihr geheiratet habt, hat er das schon zu dir gesagt? Dass er mir, ja, er hatte mir gesagt, dass er da Kontakte hatte, und aber dass er halt nicht schwul dieses Leben nicht mag und dass er auch nie so sein möchte. Mhm. Mittlerweile habe ich das irgendwie rausbekommen, seitdem das jetzt mit seinem Freund läuft. Und Moment, eins an dem anderen. Also er hat ja damals, nachdem ihr geheiratet habt, hat er dir das... Ich war schwanger und hat er kam ein Anruf von einer Frau und die wollte wissen, ob er einen AIDS-Test gemacht hat. Das war 88 und... Wieso ruft eine Frau an, ob er einen AIDS-Test gemacht hat? Ja, wohl hatte er mit ihr Kontakt da und ich saß dann da und... Ach so, und er sagte, ich habe einen AIDS-Test gemacht und ist nichts. Und dann habe ich gesagt, wieso... Okay, das ist ja so eine andere Thematik, da ist er auch noch fremd gegangen, oder was? Mit einer Frau? Nee, vor mir wohl. Wir waren wohl eine ganze Zeit zusammen und die Frau wollte aber vielleicht wieder einen Kontakt haben. Okay, das ist ja eine andere Thematik. Also ich will darauf hinaus, er hat dir das damals schon gesagt, dass da irgendwas mal... Ja, und dann habe ich natürlich nachgehakt, sag ich, wieso will die das wissen? Und genau, also es ist damals rausgekommen. Wir fassen es mal ein bisschen zusammen. Es ist damals rausgekommen, vor 16 Jahren. Ja. Dann wart ihr 16 Jahre verheiratet und jetzt hat er... Letztes Jahr im Sommer sitzen wir am Strand in Griechenland und wir sitzen zusammen und er fragte mich, ob ich ihn verlassen würde und für irgendwas, was auch kommen wird. Er möchte mit mir alt werden, er liebt mich und ich wäre sehr tolerantere Frau. Ich habe das auch immer verziehen, wenn er fremdgegangen ist. Und ich meine, das ist auch nur halt ein menschliches Bedürfnis. Ich muss die Geschichte erstmal verstehen. Das heißt, also während der Ehe ist nichts mit Männern passiert. Nein. So, und vor allem, ich habe das mittlerweile rausbekommen, dass ich schon seit 6 Jahren mit jemandem ab und zu Kontakt hatte. Aha. Und das hat er dir voriges Jahr am Strand in Griechenland gemeldet. Nein, da hat er mir gesagt, dass er männliche Kontakte wieder haben möchte. Ach, wir haben möchte. Und obwohl er sie da gesagt, schon hatte, wie du es... Dass er mir bitte sagen möchte oder sagen soll, wenn er diese Kontakte hat, dass ich mich schützen kann. Mhm. Und so dumm, wie ich immer bin und so tolerant, ich denke mir, man hat nur ein Leben irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich war auf jeden Fall... Also, aber er hatte dennoch schon längere Kontakte. Ja, wovon ich nicht wusste. So, jetzt ist wieder ein Jahr vergangen. Ja, und wie, jetzt wie mittlerweile... Wie habt ihr euch denn arrangiert jetzt damit? Ja, das ist das Problem. Irgendwann im Oktober lernt er jemanden kennen, verliebt sich total und sagt ihm, ich möchte nur noch mit dir verbringen, ich gebe die Familie auf, wir haben 3 Kinder zusammen. Mhm. Also Stand der Dinge ist im Moment,
Ja, im Moment ist er verliebt. Vor 6 Jahren. Ja, im Moment, also das heißt, er hat im Moment eine Liebesbeziehung zu einem Mann. Ja. Eine richtige Liebesbeziehung, nicht nur eine sexuelle Beziehung. Und er würde sogar die Kinder und die Familie verlassen wollen. Mittlerweile ist das so, dass ich ausziehen soll hier aus unserem Haus und er das alles gar nicht mehr möchte und froh ist, wenn wir weg sind. Mhm. Gestern Abend haben wir zusammen gesprochen, also wir leben ja noch zusammen unter einem Dach. Er ist die meiste Zeit weg, aber wir leben unter einem Dach. Und dann habe ich ihm gestern, weil ich diese Lügen im Hals hatte, dass ich vor 14 Tagen jemanden kennengelernt oder seit 14 Tagen mit jemand etwas enger zusammen bin. Und ich möchte ihm da auch nichts vorlügen. Und stimmt das? Ja, das stimmt. Das heißt, ja. Also ich höre jetzt daraus, dass die Ehe wirklich kaputt ist zwischen euch. Nee, eben nicht. Wir lieben uns beide ja noch. Ja, aber er will weg. Er will nicht weg, er möchte in diesem Haus bleiben. Ich soll mit den Kindern aussehen. Gut, aber ich soll ihn nicht verlassen. Nie und nimmer. Ja gut, ja, Moment. Moment. Er hat eine Liebesbeziehung zu einem Mann. Er möchte letztendlich sich von dir zumindest räumlich trennen. Ja. Er möchte mit diesem Mann zusammenleben. Ja. Er liebt diesen Mann. Ja. Er liebt mich auch. Er liebt dich auch, aber in einer anderen, vielleicht freundschaftlichen Weise. Ja, und das habe ich mir auch gesagt. Bin ich jetzt für dich eine Nachbarin oder Freundin oder was bin ich eigentlich für dich? Mhm. Ja, ich liebe dich und ich möchte dich nicht verlassen und dieser Mann würde das alles zerstören. Ich möchte beides. Mhm. Ich möchte diese. Aber gerade hast du gesagt, er will auch, dass du das Haus verlässt. Ja, das mit diesen Kindern, dass er dieses Leben auch nicht mehr führen möchte mit diesen Kindern. Deswegen, ich verstehe das gar nicht. Ich habe dich versucht im Februar zu erreichen, wo ich total fertig war, wo es ganz extrem war. Ich nicht mehr weiter wusste. Und schlaft ihr noch miteinander? Nein. Als er mir gesagt hat, er macht das ohne Gummi, dann habe ich gesagt, bitte schütze mich. Ich habe 3 Kinder, die sind noch relativ klein und ich muss für die Kinder noch da sein. Kann es ganz, ganz einfach sein, dass dein Mann, wie alt ist dein Mann? 46. Dass er sich wirklich jetzt dafür entschieden hat, eine schwule Beziehung zu führen? Dass er aber natürlich auf der anderen Seite eine Verantwortung fühlt für die Kinder, dass er auch natürlich eure langen Jahre spürt in sich, dass es auch eine große Verbindung gibt zwischen dir und ihm. Aber was die Liebesgeschichte anbelangt, er sich klar entschieden hat für den Mann. Ja, das ist das Problem. Er sagte mir heute Abend, er wäre so fertig und er weint nur und ich sollte ihn nicht verlassen und ich hätte ja auch nicht um ihn gekämpft. Ich habe ihn um ihn gekämpft. Er hat zweimal mit diesem jungen Mann Schluss gemacht und jedes Mal hat er wieder mit ihm angefangen. Mhm. Und irgendwann hatte mir auch jemand gesagt, das ist dieser Trieb. Es gibt eine Gruppe Tangiert in Wuppertal, habe ich nachts mal angerufen. Und da hatte ich eine ältere Frau dran, die hat die vor 12 Jahren gegründet, diese Gruppe. Da kommen aus ganz Deutschland Frauen hin und die diese Problematik haben mit ihren Männern. Mhm. Und die hat mir gesagt, vor 12 Jahren hat sie mit 4 Frauen angefangen. Heute mittlerweile sind es 300 Frauen. Okay. Es ist wie so eine Modeerscheinung, Ich glaube nicht, dass das eine Modeerscheinung ist. Ich glaube, wenn dein Mann im Alter von 46 Jahren sich zu so einem großen Schritt entschieden hat, dass er sich wirklich in einen Mann verliebt und dafür seine Ehe und seine Familie letztendlich aufgeben möchte, ist das, glaube ich, nicht ein Ausdruck einer Modeerscheinung. Sondern das habe ich ihm ja auch gesagt. Wenn du dieses bereit bist dazu, dann liebst du ihn mehr. Nein, ich liebe dich mehr und es ist für mich vielleicht eine Phase. Aber dann, wenn das jetzt so ein für dich auch zermürbendes Hin und Her ist und der Mann sich nicht richtig entscheiden kann, dann entscheide du doch und gehe. Das habe ich ja auch gesagt und mittlerweile am Mittwoch unterschreibe ich meinen Mietvertrag für das Haus und ziehe mit den Kindern aus am 1.7. Ja. Und das ist doch ein richtiger Schritt, finde ich, dass ihr erstmal euch ein bisschen distanziert. Ja, aber er hat Angst jetzt durch diesen Mann. Er sagte mir, ja, dieser Mann wird mich mehr ganz nehmen. Dass er einfach dieses Gefühl hat, dass er mich verliert auf einer ganzen Phase. Moment, was ist das? Moment, das ist aber sehr jammerig, muss ich dir sagen. Er
wendet sich von dir ab und fängt eine Beziehung zu einem anderen Mann an. Sagt dann, ich liebe euch aber beide und fängt jetzt an zu jammern, dass du eventuell da eine neue Beziehung hast und du ganz von ihm weggehen könntest. Ist aber alles ein bisschen durcheinander und verrückt, ne? Ja. Ich finde deine Entscheidung gut, dass du auf jeden Fall erstmal eine eigene Wohnung, ein eigenes Haus jetzt gemietet hast. Das finde ich gut. Diese Eifersucht, dass ich jemand anders habe vielleicht und dass ich von ihm, dass er mich auch nicht verlieren möchte. Mhm, er sagt mir immer wieder, den ganzen Tag, er ruft immer wieder an und von der Arbeit. Susanne, jetzt muss ich Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Ja, ich biete dir aber an, dass wir dich gleich nochmal anrufen, okay? Ja, okay. Dann. Okay, bis gleich, tschüss. Okay, bis gleich, tschüss. In der Technik war Malte Imels. Morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Auch wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch eine schöne Nacht, eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss. Es ist 2 Uhr vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Die Nachrichten. Im Streit um die Zuwanderungsverhandlungen mit der Opposition unterstützen